Also guten Morgen auch nochmal. Hört ihr mich? Ja? Okay. Ein paar Worte vorneweg. Sebastian sagte es schon spezial. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den ihr immer im Hinterkopf behalten solltet, was ich mache. Das ist nicht in jedem Falle übertragbar, was ich euch vorstelle. Das ist wirklich speziell. Und zwar hat das seinen Grund darin, dass ich neben dem besonderen Produktionsprofil auch noch sehr weit ab von jeglicher Stadt lebe, mitten auf dem platten Land in Vorpommern, in einem Dorf, das 28 Einwohner hat und in einer Region, die sehr kaufschwach ist. Vorpommern einerseits kaufschwach und ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, die auch kulinarisch nicht so weit gebildet ist wie der Südwesten. Wo die Leute froh sind, wenn sie quasi über den Tag kommen und die haben nicht so ganz groß die kulinarischen Themen im Hinterkopf, wenn sie über Ernährung reden. So, das tut mir leid, wenn ich das jetzt so ein bisschen abwertend sage, aber es entwickelt sich auch in dieser Richtung. So, das heißt, als ich vor 20 Jahren nach Vorpommern gezogen bin, habe ich mir von Anfang an Gedanken gemacht, ich möchte gerne gärtnern, aber wo sitzt meine Kundschaft? Und dadurch, dass ich mich mit dem Spezialgebiet, den essbaren Wildkräutern nämlich, sehr gut auskannte, habe ich gedacht, auch weil vor 20 Jahren die Leute schon von regionaler Küche sprechen oder sprachen, ich biete jetzt das Regionalste an, was es gibt, nämlich die Unkräuter direkt vor ihrer Haustür. So, die Wildkräuter. Und das war von Anfang an eine gute Idee. Ich habe mir dann einen Restaurantführer gekauft, die besten Restaurants rausgesucht, die es bei mir gab. Und habe die persönlich beliefert. Das war etwas, womit ich offene Türen eingerannt bin. Dazu später mehr ein paar Eckpunkte. Spezialsortiment habe ich gesagt. Ich habe mittlerweile auch eine Verarbeitungsstrecke genau neben meiner Gärtnerei. Was das für ein Spezialsortiment ist, erzähle ich nachher gleich nochmal, wenn die Zeit reicht. Nur zur Anmerkung. Ich baue auch Gemüse an, also ich kann auch das, ich baue auch Gemüse an, da fallen Überschüsse an, auch das, die verarbeite ich in einer speziellen Art und Weise, nämlich mit der Milchsäurefermentation. Und ich nehme mittlerweile auch meine Nachbargärtnereien deren Überschüsse ab. Achso, nee, noch ein paar Betriebszahlen hatte ich ja aufgeschrieben, die sind vielleicht auch ganz interessant. Ich war bis 2012 Biolandbetrieb, habe diese Zertifizierung aufgegeben, arbeite trotzdem konsequent biologisch weiter und ich glaube, ich bin sogar noch ein besserer Biogärtner geworden als während meiner Zeit der Biozertifizierung im Laufe der Jahre. Ich habe einen Gesamtumsatz dieses Jahr von deutlich mehr als 150.000 Euro und das von gerade mal einer Anbaufläche von 3.000 Quadratmetern. So. Das hängt mit diesem Spezialsortiment zusammen und mit dem Preis, den ich dafür aufrufen kann. Ich habe neben dieser intensiv bebauten Fläche 3000 Quadratmeter noch ein riesiges Gebiet um mich drumherum, in dem ich Wildkräuter sammeln kann. Wobei das Ganze bedeutsam ist für meinen Umsatz. Das ist schön zu haben, aber das wichtigste Segment bei mir sind essbare Blüten und essbare Mikrokräuter. Der Umsatz auf dieser Fläche ist weiterhin steigerbar. Achso, nee, das ist ja immer noch nicht alles gewesen. Die Verarbeitung macht mittlerweile 15% von diesem Gesamtumsatz aus. Das ist ein Segment, was extrem steigt gerade. Das geht gerade ziemlich ab. Diese Milchsäurefermentation ist ziemlich populär geworden mittlerweile. Und ab und zu halte ich auch mal ein paar Vorträge, da kommt auch ein bisschen Honorar rein. Die 5% verdiene ich hier heute nicht. Ich habe eine Vollzeitkraft, die wirklich das ganze Jahr über da ist. Ich habe eine hervorragende Mitarbeiterin, die jetzt seit 20 Jahren bei mir arbeitet. Die ist diejenige, die sagt, ich will nur von April bis November arbeiten. Lass mich darüber hinaus bitte in Ruhe. Ich brauche auch mal meine Phase des Regenerierens. Die ist also 40 Stunden die Woche da. Und ich habe noch zwei Minijobberinnen, die jetzt auch schon ganz lange bei mir sind. Und ja, ab und zu fasse ich auch noch mit an. Überstunden fallen bei uns nicht an. Also wir haben mittlerweile unseren Betrieb so gut im Griff, dass wir uns da, wie soll ich sagen, ist eine schöne Art zu arbeiten.
Wenn ich über die Vermarktung an Gastronomie rede, dann haben wir eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen mittlerweile. Das ist ein bisschen anders geworden im Laufe der Zeit. Eine Voraussetzung, die unbedingt gegeben sein muss, sind diese hervorragenden Paketdienste, die wir mittlerweile haben, einfach durch dieses wahnsinnige Internetgeschäft. Davon profitiere ich ganz stark und das macht es mir möglich, alle meine Kräuter innerhalb von 24 Stunden mindestens in ganz Deutschland zu haben. Ich liefere auch, wenn es sein muss, darüber hinaus. Wenn es sein muss, sage ich jetzt, Köche sind ja Leute, die reisen viel um die Welt und manchmal fahren sie halt oder kriegen sie Jobs in Schweiz oder in Österreich oder in Bangkok. Und dann haben die quasi noch nicht ihre Lieferstrukturen vor Ort. Und dann rufen sie mich an und fragen, kannst du mir Kräuter nach Bangkok schicken? Und das ist völlig Mischucke. Und das ist aber ein bisschen Ehrgeiz, zu schauen, geht das überhaupt? Und ich habe das mal über ein Vierteljahr gemacht, länger nicht. Und es geht. Es ist sauteuer, aber es geht. Und das ermöglicht mir halt, diese Logistik ermöglicht mir dieses Gärtnern in dieser extrem strukturschwachen Region. Was unsere Chancen als in der Vermarktung an die Gastronomien eben auch beflügelt, ist, dass ich wahrnehme, dass die Köche extremen Wert natürlich legen auf Qualität mittlerweile, denn es ist überhaupt nicht mehr egal. Qualität ist mittlerweile wichtiger als der Preis. Bei nicht allen oder bei weitem noch nicht allen Köchen, aber zumindest in einer gewissen Klientel. Und natürlich ist es auch schön für die Köche, ihren Gästen erzählen zu können, wo sie ihr Gemüse herkriegen, wo sie ihr Fleisch herkriegen, ihre Molkereiprodukte etc. pp. Manchmal erzählen die ja mehr, als es zu essen gibt, so über das, was sie da anbieten. Und das ist auch unsere Chance. Sobald wir etwas anbieten, was eine Story hat, sobald wir auch selber etwas leben, was eine Story darstellt, ist das sehr, sehr schön und ist ein wichtiger Aspekt im Marketing. Alles ist zweiseitig. Manches findet ihr hier doppelt. Also die Vorteile des Vermarktens an Gastronomen ist, wir haben Kunden, die regelmäßig größere Mengen abnehmen. Ich habe einen Kundenstamm, der liegt so zwischen 15 und 20 Kunden, mehr ist das nicht. So. Die sind extrem treu. Wenn ihr die einmal habt, dann gehen die eigentlich nicht mehr weg. Dann bleiben die bei euch und sobald ihr nichts grundlegend falsch macht, sind die so lange bei euch Kunde, wie sie selber am Herd stehen. Die sind wirklich preisunempfindlich. Also es gibt mittlerweile in Berlin eine Entwicklung von Köchen, die sagen, ihr als Produzenten, ihr liegt uns so am Herzen, und das ist ehrlich gemeint, ihr liegt uns so am Herzen, ruft Preise auf, von denen ihr leben könnt. Seid nicht zu billig. Wir sind aufgefordert, keinen Unterschied mehr zu machen zwischen Privatkundenpreisen und Gastronomiekundenpreisen. Das ist, die wollen wirklich, und das klingt komisch, aber es ist tatsächlich so, die wollen langfristige Lieferbeziehungen aufbauen und denen nutzt es nichts, wenn ihr mit eurem Spezialwissen irgendwann mal euer Geschäft niederlegt, weil ihr nicht wirtschaftlich genug seid. Finde ich extrem bemerkenswert. Alles junge Köche nebenbei gesagt. Was auch schön ist, deren Zahlungsmoral. Ich warte eigentlich selten länger als 7 Tage auf mein Geld. Was auch schön ist, war auch nicht immer so, ist aber mittlerweile extrem verbessert. Vorausgesetzt, ihr seid mit eurem Sortiment in einer Nische, die sie nicht überall bekommen können. Sobald ihr vergleichbar werdet, lässt die Zahlungsmoral nach. Das ist der negative Aspekt von der Gastronomie. Es gibt auch Schweinehunde darunter, das darf man nicht verschweigen. Es gibt auch richtig unverschämte Köche, die da muss man aufpassen. Und da darf man auch nicht allzu lange mit denen hadern. Wenn ihr merkt, da läuft was nicht, lasst die einfach woanders kaufen. Auch so ein doppeltes Ding ist, wir sind in dieser Szene, bin ich einem beständigen Innovationszwang ausgesetzt. Die Leute wollen jedes Jahr irgendwas Neues. So. Und das hält einerseits wach, das ist das
Positive. Also ich bin quasi ständig am Recherchieren und das hält mich munter das ist was Gutes, das macht mir auch Spaß, aber es ist auch ein ganz schöner Druck, der dabei entsteht. Das heißt, irgendwie so ein Schema F durchzuziehen in diesem Segment, wenn man sagt, so, jetzt habe ich meine Fruchtfolge und die läuft jetzt und das belasse ich jetzt die nächsten 10, 20 Jahre so. Das funktioniert nicht, könnt ihr vergessen. Dann seid ihr irgendwann mal langweilig, so gut diese Fruchtfolge auch sein mag. Das ganze Klientel ist extrem betreuungsintensiv. Das habe ich hier als Nachteil aufgezeichnet, ist aber eigentlich nett. Also, ich war jetzt am Freitag zum Beispiel, war ich bei einem Kunden hier in Hannover noch zum Abendessen. Das ist Betreuung, das hat er nicht viel Negatives, gebe ich zu. Das war sehr schön. Und das andere, was ich gerade alles erzählt habe, natürlich kann man das eben auch als anstrengend empfinden, dieses beständige Story-Erzählen. Ich bin, glaubt es oder nicht, ich bin Gärtner geworden, weil ich nicht mit Menschen kommunizieren wollte. So, ich wollte in meinem Beet sitzen und meine Karotten aussehen. Das geht mit solchen Leuten nicht, da müsst ihr euch anders orientieren. Denn wenn ihr das wirklich nicht drauf habt zu reden, dann könnt ihr auch nicht verkaufen an diese Leute. Ups, das habe ich ja alles gerade erst erzählt. So, das heißt, letzten Endes verkauft ihr nicht Karotten an diese Kunden oder ihr verkauft nicht irgendein aromagebendes Moos, sondern ihr verkauft Geschichten und ihr verkauft neben dem Sortiment, dahinter steckt ja immer irgendwas. Ihr müsst etwas erzählen können zu dem Gemüse, ihr müsst etwas erzählen können zu all dem anderen, was ihr da anbietet. Warum dieses Gemüse besonders ist, warum es wichtig ist, meinetwegen samenfeste Sorten anzubauen, was die besonderen Eigenschaften sind, Aroma, Farbe, Form und Größe, das sind alles entscheidende Sachen. Also dieses Jahr habe ich ohne Ende Radieschen verkauft. Also stellt euch nicht immer so ganz spezielle Sachen vor, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Spezialsortiment Radieschen. Waren dieses Jahr ein Mega-Burner in meinem ganzen Umsatz. Einfach deswegen, weil ich natürlich mehrere Radiesensorten anbaue und weil ich die sehr früh ernte. Also ich ernte die einfach kirschkerngroß. Das kann schon auch ein Spezialding sein. Und für mich, ich muss euch das nicht erklären, was das für Vorteile bedeutet, so früh Radieschen zu ernten. So, und die Leute freuen sich, weil niemand bietet kirschkerngroße Radieschen an. Und für diese... Und den Preis für kirschkerngroße Radieschen zu nennen, sage ich euch jetzt lieber, ich sage es. Kommt mir selber manchmal komisch vor. Aber eben, die freuen sich, weil stellt euch diese Teller vor, wie die aussehen in der Top-Gastronomie. Mit so einem Radieschen können die da nichts anfangen. Und die schneiden die nicht klein, also die haben kein Interesse an irgendwelchen klein geschnittenen Radieschen, die wollen das Ganze haben. Also Spezialisierung kann eben auch, muss auch in diese Richtung gehen. Das sind jetzt Beispiele, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen ein komisches Zeitgefühl. Ich gehe die jetzt erstmal schneller durch, zeige die nur ganz kurz. Ja, ich komme da, ich wollte die Inhalte liefern, aber gut, okay. Rote Beete in verschiedensten Farben, Radieschen, wie ich sie eben gesagt hatte. Die war ein bisschen größer, das stimmt. Die Pariser Markt, die Karotte hier. Sellerie mit Wurzeln. Muss sein. Warum auch immer. essbare Blüten von Aster, essbare Blüten von der Taubnessel, vom Koriander, von der Lärche. Keimlinge, Boretsch hier in dem Fall, Dill, Erbsen, die Ranken, wunderbar, esst die mal, toll, tolles Gemüse. Also auch die Blätter drunter, aber das ist eben auch nochmal ein Spezialprodukt. Kleiner Bärlauch, Vogelmiere, kann man zu Geld machen, Franzosenkraut. Franzosenkraut wird in Bolivien im Supermarkt gehandelt.
So, ja. Ja. Da haben wir alle kein Problem mit, glaube ich. Ist ein tolles, also ein tolles Kraut. Nur mal ganz kurz dazu nochmal. In Südamerika wird das als Gewürz in einer Salatsoße in einer Würzsoße eingesetzt, und die besteht aus Cilantro, diesem Franzosenkraut, keine Ahnung, wie es da heißt, weiß ich leider nicht, Essig, Chili und, nee, ich glaube, das war's. Er ist da nicht drin. Tolle Gewürzsoße, also Salz, Pfeffer, klar, sowas. Lindenlaub. Das ist ein Wildkräutersalat hier, so wie er von mir kommt. Und das ist auch nochmal wichtig, Wildkräutersalat oder Wildkräuter habe ich von Anfang an in einer Art und Weise angeboten, dass ich eben nicht mit der Sense irgendwie durch die Bestände gegangen bin, sondern unser Haupterntegerät ist der Daumennagel. Und das hat den Grund, dass wir dann merken, wo wird die Pflanze, an welcher Stelle wird die faserig. Und die ernte ich nicht mehr. Das macht es extrem aufwendig. Und rechtfertigt aber auch einen Preis, der deutlich höher ist als von einem anderen Salat. Muss auch sein. Aromagebende Hölzer, das ist der Gehölzrückschnitt von einer schwarzen Johannisbeere. Das ist ein ganz tolles Aroma. Man würzt irgendwas damit. Also ich habe zum Beispiel, ich fermentiere meine rote Beete mit diesem Holz. So, das ist dann, du kriegst keine Splitter in die Zähne, weil das wird rausgenommen, wieder das Holz zum Schluss. Aber das hat, das gibt dieser roten Beete ein wunderbares Aroma. Und ich kenne Köche, die machen damit Auszüge auf Essigbasis und pochieren dann da drin irgendwelche Fische oder was weiß ich. Stellenweise weiß ich es leider auch nicht, was sie alles mit meinen Produkten machen. Ich sehe es dann immer nur auf irgendwelchen Speisekarten. Also, und das rote Beeteholz ist mittlerweile in der Top-Gastronomie so bekannt, das machen ganz viele. Aber eingeführt habe ich es mal, weil ich irgendwann mal beim Häckseln festgestellt habe, was da für ein Geruch aus dem Häcksler rauskam. Und dann habe ich gedacht, das kann was für meine Gastronomen sein. Und war auch so. Das ist eine Küstentanne, die mehr und mehr jetzt bei uns im Forst eingesetzt wird, einfach weil sie Förster glauben, dass sie damit diesem bevorstehenden Klimawandel etwas entgegenzusetzen haben. Weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass diese Nadeln wunderbar nach Grapefruit schmecken und Aroma abgeben. Das ist die mährische Eberesche. Gibt einen wunderbaren Schnaps. Und das war das Extremste, was ich je gemacht habe. Buchenlaub. Geht mal unter die Gehölze jetzt im Herbst und nehmt mal von unterschiedlichen Gehölzen das Laub und riecht mal dran. Das riecht überall anders. Und natürlich ist das ein kulinarisches Potenzial, vorausgesetzt, ihr habt im Griff, dem Koch zu garantieren, dass da kein Giftpilz mit Zähl drin ist. Als ich darüber nachdachte, habe ich dann gesagt, nee, mache ich doch nicht mehr. Aber es ist definitiv voller Aroma. Ja, so sehen Teller aus. Warum ich das zeige, ist, ich hatte ja vorhin gesagt, das hat alles seinen Preis. Und wenn ihr seht, wie wenig auf so einem Teller ist, und das ist auch noch ein sehr fleischbetonter Teller, das ist heute auch kein typisches Bild mehr, das ist ein bisschen älteres Foto. Ihr seht, da werden ja jetzt das sind keine Sattmacher, und das Gemüse, was darauf liegt, ist jetzt sehr, 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 sehr sparsam eingesetzt. Warum ich das erzähle, ist, ein Koch kalkuliert ungefähr 30% seines Preises über den Wareneinsatz. Von dem, was man da sieht, das ist vielleicht ein Teller für, sage ich mal, zwischen 20 und 25 Euro. Könnt ihr euch selber ausrechnen, was 30% bedeuten, und dann das Fleisch noch abgezogen. Das heißt, für das Gemüse ist kaum noch was übrig. Das macht am Materialwert auf diesem Teller kaum was aus. Im Umkehrschluss heißt das, ihr könnt in den Preis so hoch gehen, dass das den Koch gar nicht juckt. Das ist, was da an Material liegt, das interessiert ihn gar nicht. Ihr könnt da mit dem Preis hochgehen. Und das muss man erstmal begreifen. Und das könnt ihr dann auch einem Koch erklären, so,
Wenn er sagt, wieso teuer ist das? Dann sagst du dann, naja, überrechne doch mal. Du hast dann, weiß ich nicht, 50 Cent auf dem Teller von mir. Wo ist denn dein Problem? Und dann denkt er, oh, mag sein. Da wollte ich jetzt eigentlich hin. Also, ich hatte ja gesagt, ihr verkauft weniger ein Produkt, ihr verkauft eine Dienstleistung, eine Geschichte. Und das hatten wir ja auch schon mehrfach jetzt gehabt während der Tagung, diese Geschichten, die man verkauft. Und was kann das alles sein? Also, es kann sein einfach die Tatsache, dass ihr zu euren Kunden reist und der Kunde sagt, ach, mich besucht übrigens mein Gärtner jedes Jahr im Herbst und dann stimmt er mit mir schon mein Programm ab, was ich das nächste Jahr für euch Gäste zur Verfügung bekomme. Also allein die Tatsache, dass ihr zu dem Kunden reist und mit dem über Sortimente redet, ist schon eine Geschichte. Das nächste ist nicht unbedingt eine Geschichte zum Erzählen, aber eine erschreckende Tatsache, dass es viele unserer Kollegen nicht fertigbringen, pünktlich, zuverlässig zu liefern. Allein das ist schon etwas, womit man sich abheben kann. Das ist tatsächlich so, leider Gottes. Und eine gewisse Flexibilität muss man natürlich auch haben. Man darf nicht so darauf beharren und sagen, nö, das geht nicht. Man sollte mindestens sagen, ich überlege mal, ob das geht, was du von mir willst. Innovationsfähigkeit habe ich schon gesagt. Das ist etwas, was man unbedingt haben muss und wo wir ja heute im Zeite des Internets überhaupt gar keine Probleme haben, uns Informationen ranzuholen. Regionalität und Bioanbau kann man als Geschichte natürlich erzählen. Das ist nur nichts, was ich erzählen kann. Also wenn ich bundesweit liefere, kann ich nicht ernsthaft sagen, ich verkaufe ein regionales Produkt. Wobei ich habe einen Kunden, der ist Kanadier, arbeitet in Berlin und der sagt, Olaf, alles zwischen Norwegen und Sizilien ist für mich als Kanadier regional. Und erzählt auch solche Geschichten. Das wird immer wichtiger. Erzählt, wenn ihr Humus aufbaut, erzählt das euren Kunden. Erklärt denen auch, was das mit dem Klimaschutz damit zu tun hat. Weil dann haben die einfach ein gutes Gefühl, dass sie bei euch einkaufen können. Das ist ganz, ganz, ob die das weitererzählen, weiß ich nicht. Aber es ist neben der Tatsache, dass man es macht, eben auch eine gute Geschichte, um verkaufen zu können. Das war jetzt der Hauptpart meines Vortrags, das, was ich euch unbedingt rüberbringen wollte. Das andere geht jetzt darum, wie komme ich denn an Köche ran? Zur Preisbildung habe ich schon ein bisschen was erzählt. Interessiert euch das noch? Soll ich das weitermachen oder wollen wir in diese Frage-Antwort-Nummer gehen? Okay. Als ich angefangen habe vor 20 Jahren, an die Gastronomie zu verkaufen, habe ich schon gesagt, ich habe mir einen Gastronomieführer gekauft und habe mir die besten Restaurants rausgesucht. Das war eine sehr einfache und sehr effektive Art und Weise. Was ich nie gemacht habe, ist, irgendwelche E-Mails zu schreiben und Kunden zu akquirieren. Auf diese Art und Weise könnt ihr glatt vergessen. Sowas geht komplett unter. Eine sehr teure Geschichte ist die mit den Gastromessen. Da muss man erstens mal wissen, wo gehen die richtigen Gastronomen, also die, die wirklich kochen können, auf welche Gastromesse gehen die? Geht nie auf die Anuga, die größte Nahrungsmittelmesse der Welt, geht da nie hin. Das sind die Systemgastronomen, die da hingehen und gucken, wie sie Fertiggerichte am besten aufwärmen können. So, das ist nicht das, wo wir hinverkaufen wollen. Es gibt aber sehr, sehr hochwertige Messen. In Düsseldorf zum Beispiel gibt es die Chefsache, in Berlin gibt es die Chefs Days, so heißen die. Und da müsst ihr auch gar nicht als Aussteller hingehen. Geht einfach als Besucher drauf und kommt mit den Köchen ins Gespräch, versucht da irgendwie anzudocken an die Leute. Das ist die bei weitem billigere Variante, als euch da für 10.000 Euro so einen Stand aufzumieten. Nehmt eure Visitenkarten mit, vielleicht auch ein paar Produkte, Fotos, und versucht, Kontakt zu finden. Letzten Endes ist es aber so, wie wir das auch schon hatten, sobald ihr einen Koch an der Angel habt und der kauft bei euch, wird es quasi, würde ich wetten, wird zum Selbstläufer. Wenn ihr nämlich in der Lage seid, gute Produkte zu liefern, das hatten wir gestern auch, die Produkte sprechen für sich,
diese Köche, die gehen alle auf irgendwelche Gala-Dinés und kochen mit Kollegen und nehmen ihre Produkte, eure Produkte sozusagen mit auf diese Veranstaltungen. Und dann wird die Neugier, die sind ja alle neugierig, die gucken sich alle ab, was hat denn der, womit bastelt denn der gerade seinen Teller zurecht. Dann unterhalten die sich und zum Glück sind die auch sehr offen und geben ihre Lieferanten bekannt. Das heißt, das ist auch, das habe ich hier nicht draufgeschrieben, euer Produkt ist eigentlich das beste Akquise-Argument. Funktioniert natürlich erst, wenn man in diesem Zirkel drinne ist. Ihr müsst euch überlegen, was für euch wichtiger ist oder mehr Potenzial hat, die Regionalität oder die Exklusivität, finde ich. Für mich da oben an diesem Standort kann ich nur überleben, eben indem ich kein regionales Konzept fahre. Das tut mir, oder das macht mir zunehmend Schwierigkeiten, muss ich sagen. Also mental macht es mir Schwierigkeiten. Und ich sehe da auch eine echte Gefahr, weil wenn ich euch alle anschaue, die hier sitzt, die jungen Gärtnerinnen und Gärtner, ist mir doch klar, wenn ihr eine Gärtnerei aufbaut in Köln und ihr werdet gut, dann gucken sich ja meine Kunden in Köln um und werden irgendwann mal auf euch aufmerksam. Und dann kaufen die irgendwann bei aller Kundentreue doch das erste Mal bei euch ein. Und das ist dann der Punkt, wo ich meinen Kunden verliere. So, das heißt, diese Regionalität und diese Exklusivität, das Exklusive ist nicht immer gut. Das ist manchmal auch gut. Sehr gutes, ganz normales Gemüse für den Alltag anzubauen, was man regional vermarktet zu einem guten Preis. Wenn einem das gelingt, ist das, glaube ich, die viel geschicktere Art und Weise, als sowas zu machen, wie ich es mache. Aber noch funktioniert es, Gott sei Dank. Und auch sehr gut. Also für mich hängt das nur immer so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über mir. Ich habe da manchmal unruhige Nächte. Geht niemals an Ketten ran, aber das ist eigentlich sowieso klar. Also Ketten, das gibt ja auch Hotelketten. Alle vergessen. E-Mails sind Mist, Briefe sind gut. Wenn man an einen Koch herantreten will, also vielleicht sogar handgeschrieben, und macht die kurz, die Briefe, nicht groß erklären, macht die ganz kurz, geht ganz kurz darauf ein, was sie anbietet und fragt sie um einen Besuchstermin. Das kann wirklich wertvoll sein. Diese persönliche Begegnung ist die allerwichtigste. Am besten ist, der Koch kommt zu euch in die Gärtnerei, aber das wird am Anfang erstmal nicht der Fall sein. Deswegen müsst ihr dahin zum Koch, bringt eure Produkte mit, unterhaltet euch mit dem, erklärt, was ihr macht, beachtet die Geschäftszeiten, geht niemals überraschend dahin. Auch wenn ihr anruft dort bei dem Koch, ruft den nicht zum Abendservice an oder zum Mittagsservice, die werden wahnsinnig sonst. Ruft die irgendwie zwischen 10 und 11 oder ab 14, 15 Uhr an, da haben die ein bisschen ruhigere Zeit. Und kommuniziert mit dem in einer Art und Weise, dass ihr keine Verspreche oder keine Hoffnungen weckt, die ihr nicht erfüllen könnt. Bleibt lieber ein bisschen unter eurem Niveau mit den Versprechungen und übererfüllt, was ihr versprochen habt später. Das ist viel, viel besser, als zu sagen, ich kann das und ich kann das, ich kann das. Und das wird eingefordert. Die Leute nehmen euch ja beim Wort. Wenn ihr dann nicht Wort halten könnt, das ist, dann seid ihr wieder raus. Aber bleibt bei allem auf Augenhöhe. Das war mir am Anfang, fiel mir das zugegebenermaßen schwer. Ich habe mich als Dienstleister gefühlt. Ich hatte noch nicht begriffen, wie wichtig wir Dienstleister für diese Köche sind, wie wichtig wir Produzenten sind für diese Köche. Und das verführt, wenn ihr dann mit zu viel Understatement an die Leute rangeht, verführt die das auch zu einer gewissen Arroganz oftmals. Und wenn er denen aber von Anfang an auf Augenhöhe begegnet und selbstbewusst sagt, das bin ich und das kann ich und das kostet das, dann nehmen die euch viel, viel schneller ernst, als wenn ihr zu bescheiden auftretet. Was mich auch abhebt, glaube ich, von allen anderen Gärtnern, die ich kenne,
ist die Gestaltung der Sortimentsliste. Ich kenne Gärtner, die kommunizieren mit ihren Köchen nur per WhatsApp-Listen. Das geht auch, also die haben auch Erfolg. Aber ich habe eine sehr gut gestaltete Sortimentsliste, wo neben den Preisen, den Portionsgrößen immer auch draufsteht, was für Ideen ich zu diesem einzelnen Produkt habe, wie das schmeckt, wie ich mir vorstellen kann, dass das eingesetzt werden kann. Keine Rezepte, nur blanchieren oder dünn oder räuchern, keine Ahnung, irgendwas so in dieser Art. Solche Stichworte. Wenn ihr das könnt, gebt es mit rein in die beschreibende Liste, weil das ist schon ganz gut. Das zeigt auch ein bisschen Kompetenz. Wenn ihr das nicht habt, lasst es weg. Dann ist die Köche sind Köche. Also die kann ja, die wissen schon auch meistens, wie sie mit den Produkten umzugehen haben. Das habe ich, das habe ich noch nicht erklärt. Den Leuten ist nicht klar, den Köchen, auch den besten Köchen ist nicht klar, dass es in der Freilandgärtnerei essbare Blüten nicht im Februar gibt. So, das heißt, am Anfang rufen euch die Köche an, mitten im Februar, was hast du denn gerade für essbare Blüten? Und dann, das ist ein beständiges Kommunikationsthema und das müsst ihr den Leuten auch klar machen, warum das so ist und ihr müsst den Leuten auch klar machen, dass wir Gärtner stellenweise längere Produktionszyklen haben als Leute, die Masthähnchen produzieren. Also die sind andere Sachen gewohnt. Das andere ist irgendwie selbstverständlich. Von dem Ganzen, das Wichtigste, was ich hier euch empfehlen kann, ist, geht bei euren Kunden essen. Begreift, wie die ihre Teller aufbauen. Begreift, was da passiert. Schaut euch auch quasi auch diese Kochsendungen mal an. Guckt euch an, was da auf den Tellern landet. Das gibt unglaublich viele Hinweise auf eure eigenen, auf euer eigenes Produktionsprogramm. So, und damit komme ich zum Ende. Ich bedanke mich und ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr abgeschreckt von der Möglichkeit zur Gastronomievermarktung. Danke. Danke, Olaf, für diesen Einblick, den besonderen. Mhm. Ich glaube, wir haben uns auch zusammen dafür entschieden, dir weiter zu lauschen und keine Fragen mehr zu stellen, wenn ich so auf die Uhrzeit schaue. So habe ich das vorhin verstanden, diese kurze Abstimmung. Ja, genau. Ist die Frage programmmäßig? Okay, dann, weil die Hände hier hochgehen, dann stellen wir noch ein paar Fragen, ja? Na klar. Ich gehe mal nach hinten, weil ich vorhin so viel vorne war. Das ist keine Frage, das ist ein Lob. Olaf, ich möchte dir einfach gratulieren zu deinem Lebenswerk. So, ich bin gespannt, wann dein erstes Buch rauskommt, wo du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst irgendwie. Ich möchte auch das Damoklesschwert, von dem du gesprochen hast, weg erklären, weil du bist ein Vorreiter und deine Innovationsfähigkeit ist so groß, dass ich dich wirklich unter jedem Damoklesschwert da wegtauchen sehe, in eine neue Richtung. So. Und was mich an dir total beeindruckt hat, war, wie du in Kiel erzählt hast, wie du einfach mal deine Arbeitszeit reduziert hast. Das hat mich total beeindruckt. Und wie du, wenn man mal Videos von dir anschaut, wie du erklärst, was man einfach macht, dass der Rücken lange hält. Mhm. So einfache Sachen, aber wie du das erzählst, du bist ein super Erzähler, so, ne? Deswegen, wir warten alle auf dein Buch. Was mich am meisten beeindruckt hat an dir, ist, wie du dich nach einem riesen Rückschlag wieder erholt hast und neu positioniert hast. Danke. Ja. Ich wollte fragen, inwiefern du der Meinung bist, dass sich das auch auf andere Produkte außer Gemüse übertragen lässt. Wir haben ja jetzt hier einige gehört, die Eier produzieren oder auch vielleicht Geflügel produzieren. Alles, was landwirtschaftlichen Ursprungs ist,
lässt sich ähnlich aufbauen. Es gibt den Erdhof Seewalde, wenn ihr euch den mal anschaut, wie der in Berlin mittlerweile vertreten ist mit seinen Milchprodukten und wie extrem weit er seine Produkte getrieben hat, seine Sahne, seine Butter. Das geht mit allem. Ich glaube, mit Fleisch ist es noch am einfachsten, weil die Leute Fleischqualitäten irgendwie als was sehr, sehr Wertvolles erachten. Dass man auch Gemüse artgerecht halten muss, das muss noch in die Köpfe der Menschen eindringen. So. Und da haben wir Gemüsebauern mehr zu tun als alle anderen. Ich hätte noch eine eher praktische Frage. Wie oft rechnest du ab mit den Köchen? Also lieferst du, gibst du eine Rechnung mit jeder Lieferung mit oder einmal im Monat oder... Ja. In größeren Intervallen vielleicht, einfach um diesen Aufwand etwas zu reduzieren. Oder bist du auf den Cashflow angewiesen? Na klar. Ich habe das sehr einfach und da spielte mir auch jetzt die Zeit in die Hände. Also wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe, vor 20 Jahren das zu machen, da habe ich meine Rechnungen monatlich gestellt, eine Sammelrechnung. Mittlerweile nutze ich eine kostenlose Software, die extrem, extrem gut ist und die nach der arbeite ich alle meine Aufträge ab. Diese Software setzt mich auch, ich verkaufe sowieso nur nach Bestellung. Also es ist nicht so, dass ich alles, was reif ist, ernte, sondern ich ernte tatsächlich nur, was bestellt wurde. Und das wird mir möglich, weil ich eben die Bestellungen alle in der Software erfasse. Die Software erstellt daraus wieder eine Sammelliste. Dann wissen meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was sie zu ernten haben. Und sobald das dann quasi über die Packstrecke geht und die Aufträge gepackt werden, wird sofort automatisch die Rechnung und der Paketaufkleber erstellt. Und die Rechnung geht als PDF zu meinen Kunden in die Buchhaltungssysteme rein. JTL heißt die. JTL. Das ist eine deutsche Software. Ist, wie gesagt, bis zu 500 Artikeln und ich weiß nicht bis zu wie vielen Kunden kostenlos. Ich nutze sie nach wie vor kostenlos. Und die hat den Charme, dass sie quasi auch in der Cloud funktioniert. Das heißt, ich habe auch dezentrale Betriebsteile. Wir können überall zugreifen. Ich kann auch hier jetzt zugreifen und schauen, was für Bestellungen jetzt übers Wochenende reingekommen sind. Super. Gibt es noch Fragen? Hier vorne Sebastian. Köche sind ja teilweise auch sehr anspruchsvoll. Das heißt, es könnte sein, dass sie 3 Artikel von jener Pflanze wollen und 4 von einer anderen. Gibt es da auch Aufträge, die abgelehnt werden, weil sie einfach letztlich zu arbeitsintensiv sind? Also auch eine Zusammenarbeit mit Köchen, die sie jetzt ablehnen würden, weil es einfach jetzt sich nicht mehr rechnen würde von der Arbeitsintensität pflücken versus Artikel, oder? Ja. Diese Gefahr besteht, ja. Das haben wir vorhin schon gesagt, ich habe die Gärtnerei, die ich heute betreibe, ist meine zweite Gärtnerei. So, die erste Gärtnerei war wesentlich größer als die ich jetzt betreibe. Und als ich diese zweite Gärtnerei dann aufgemacht habe, habe ich meinen ehemaligen Kundenstamm sortiert. 20 der besten Kunden habe ich gefragt, ob sie mir in die neue Gärtnerei folgen wollen. Und den anderen habe ich mitgeteilt, dass meine Gärtnerei nicht mehr existiert. Das heißt, die Kunden, mit denen ich jetzt arbeite, da habe ich dieses Problem nicht. Ja, vielen Dank, Olaf. Ich wollte fragen, wie groß denn der Markt ist, dass du das mit uns so freizügig teilst, weil es hört sich ja wirklich traumhaft an. Der Markt ist, ja, ich habe keine Angst. Der Markt ist nicht allzu groß, das ist schon so. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, im Moment 10 3-Sterne-Köche. So. Und die werden bedient von ungefähr 5 Gärtnereien, die ähnlich arbeiten wie ich. So. Der Markt ist also nicht endlos groß, aber wenn ich euch sage, dass mein allerbester Kunde hier in Hannover sitzt gerade, zufälligerweise. Der hat nicht mal einen Stern. So. Der hat nur genug Ehrgeiz, seinen Kunden gute Waren zu geben. Und der kocht einen guten Stil. Und
diese Kategorie von Kunden, die ist völlig unterbewertet. Und die gibt es auch nicht in den Gastronomieführern unbedingt, die sind nicht augenfällig. Da muss man genauer hinschauen. Also da muss man zum Beispiel in diesen Gastronomieführern steht auch, wie viele Tische hat ein Restaurant. Dann sucht ihr euch halt erstmal die Leute raus, die mindestens 60 Tische haben und nicht nur 12. So. Ich glaube, da ist noch ein Potenzial dafür, noch mehr als weitere 5 Gärtnereien, die das betreiben. Ja. Und der zweite Aspekt ist, ich habe gesagt, meine Kunden sind sehr treu. So, das ist auch so. Und als ich in den Markt eingestiegen bin, muss ich auch, das darf man auch nicht verhehlen, die erste Gastronomiemesse, die ich besucht habe, da bin ich rausgegangen mit dem Gefühl, ich muss meine Flächen sofort verzehnfachen, weil die Resonanz auf der Messe war enorm. Und ich kam zurück in die Gärtnerei und die Bestellungen blieben alle aus. Und nachdem ich dann irgendwie doch 3 Jahre den Markt oder diese Anfangsphase überstanden hatte, haben dann die Köche, die mich damals besucht hatten am Stand, angefangen zu bestellen. Und dann habe ich die gefragt, Leute, ihr hättet mir sehr geholfen, wenn ihr gleich am Anfang bestellt hättet. Und da sagten die dann, naja, und das begreife ich heute auch, so ein 3-Sterne-Koch, der bastelt an seiner Rezeptur stellenweise über 4-5 Jahre. Das heißt, wenn der heute mit einem Produkt von dir, mit einem Spezialprodukt von dir arbeitet, muss der auch wissen, dass er das in 4-5 Jahren noch zur Verfügung hat. Wenn kein anderer da ist, der ihm das liefert, hat er einfach 4-5 Jahre umsonst entwickelt. Das heißt, die haben mich alle erstmal beobachtet, ob ich überhaupt dauerhaft am Markt bin. Und dann war das ein Selbstläufer. Und die Hürde muss quasi jeder von euch erstmal nehmen. Danke, Olaf. Ich habe auch eine Frage an dich zu dem, du hast es wirklich wunderbar präsentiert hier und ist eine bemerkenswerte Gärtnerei. Wie machst du das mit der Verpackung jetzt? Also wie wird das versandt, dass das wirklich frisch bleibt? Das muss ja, so zarte Pflänzchen sind ja wirklich extrem empfindlich. Mhm. Das muss ja wirklich in einer einzigartigen Qualität ankommen. Ja, ohne geht das nicht. Na, man muss auf jeden Fall das fängt bei der Ernte an, ist klar, dass du quasi ganz früh rausgehst und so früh wie es geht erntest deine ganzen Sachen, dann so schnell wie es geht wäschst oder aber entverpackst, nicht alles wasche ich. Und die Endverpackung ist dann wirklich sehr aufwendig und das war lange Zeit eine riesige Materialschlacht auch mit unerfreulichen Materialien, da hat sich ja viel getan auch zum Glück. Trotzdem ist es auch im Unterschied zu einer regionalen Vermarktung enorm, enorm der Verpackungsaufwand. Das darf ich nicht verhehlen. Und der sieht halt so aus, Plastikdöschen, unten kommt ein Papier, ein Vlies rein, das wird nass gemacht, dann kommt da ein Deckel drauf und dann kommt es ins Paket und dann stelle ich das ganze Paket möglichst geöffnet noch in die Kühlzelle, damit die Wärme rausgeht aus dem Paket und dann wird das kurz vorm Versand verschlossen, das Paket und Versandlabel drauf. Und dann geht es mit Express geht's raus. Und das funktioniert auch in diesen großen Hitzejahren, die wir hinter uns haben, ging das. Dann tue ich ab und an Kühlakkus noch rein und ich nehme sehr teure Kartons, also nicht diese einwelligen Pappkartons, sondern diesen mindestens zweiwellig, die ich da benutze, weil diese Wandstärke ist nochmal ein entscheidender Isolator. So, und das, die Geschwindigkeit ist es. Na, wenn ich, die Ware wird bei mir so gegen 15 Uhr abgeholt und ist am nächsten Vormittag beim Kunden, deutschlandweit. So. DHL Express. Okay, sicher sind noch mehr Fragen da. Du bist ja auch noch ein bisschen hier, oder? Ja. Insofern, damit möchte ich nochmal Danke sagen an den Olaf mit einer originalen, handgekneteten Biedenwachskerze. Danke. Danke.